sagen, der Mauerfall war eine Option von verschiedenen. Also es hätte auch völlig anders ausgehen können. Also, dass irgendwas passieren muss, das war eigentlich klar. Aber ob das so gut ausgeht, das musste nicht sein. Also das hätte auch wirklich anders sein können. Als die Mauer fiel, saß ich zu Hause vom Fernseher. Und ja, wir haben dann Nachrichten geschaut. Und plötzlich wurde die Mitteilung verlesen, dass ab sofort Besuche im Westteil Deutschlands möglich sind. Ja. Und das habe ich als Maueröffnung gar nicht so realisiert, weil unsere Regierung im Vorfeld schon einige Maßnahmen ergriffen hatte, um noch zu retten, was zu retten sein konnte. Und ja, und dann, als dass dann wirklich die Grenze offen ist, das habe ich nicht so erfasst in dem Moment. Was es für Auswirkungen hat, das habe ich mir nicht vorstellen können damals. Weil ich habe ja auch die Mauer mein ganzes Leben als gekannt. Ich war 2 Jahre, als die Mauer gebaut wurde, und ich kannte nichts anderes. Und meine Eltern, die haben, ich glaube im September, uns gesagt, dass sie ein Visum für Ungarn beantragt haben. Und das war ja damals, es sind ja relativ viele über die ungarische Grenze nach Österreich, dann nach Westdeutschland gegangen, und das hatten sie auch vor. Und das haben sie auch gemacht. Am 7. Oktober. Und ich musste zu dem Zeitpunkt damit rechnen, so wie die Situation war, dass ich sie so bald nicht wiedersehe und auch nicht sprechen kann. Es gab ja auch, wir hatten noch kein Telefon zu Hause. Ja, eigentlich haben wir uns verabschiedet für unbestimmte Zeit. Das schon, weil es hätte sein können, ich sehe sie über Jahre nicht wieder. Es hätte auch sein können, dass diese ganze, es war ja doch eine Flucht, dass das alles schief geht, dass sie verhaftet werden, oder das waren dann ja alles Optionen. Also die Stimmung war erstmal, nachdem die Mauer ein paar Tage offen war und nichts passiert ist, war erstmal euphorisch. Das ist schon so. Und nach einigen Wochen und Monaten schlug das dann etwas um, weil dann relativ schnell die Ernüchterung kam, dass es auf Arbeit nicht mehr so weitergehen konnte. Viele Erzeugnisse, die hergestellt wurden, waren plötzlich nicht mehr gefragt. Und dann gab es auch in den nächsten Jahren einige Entlassungswellen. Das war ja früher überhaupt kein Thema. Da gab es kein Konkurrenzdenken zwischen den Kollegen. Und das kam dann doch relativ schnell auf. Meine Kollegin und ich, ja, wir haben darüber gesprochen, sollte es so weit kommen, dass es einen von uns beiden erwischt mit Entlassung, dann macht er dem anderen keine Vorwürfe. Und dann war es dann plötzlich doch so, dass sie nicht mehr mit mir gesprochen hat. Und da kann man sich wahrscheinlich vorher sonst alles Mögliche ausmachen und vereinbaren. Wenn es dann doch einen in der Praxis erwischt, dann ist es doch hart. Jede Woche gab es irgendwas, was sich verändert hat. Also, und da musste man sich schnell drauf einstellen. Mit dem schlechten Gewissen konnte man sich nicht ewig aufhalten.